Ja, fragen Sie nach. Ich kann auch noch weiterreden, ob das sinnvoll ist, ist ja eine Frage. Ach so, ich wollte Ihnen ja noch das auflegen mit dem, das hier. Das können Sie mal selbst lesen. Das ist, damit Sie mir das glauben, was ich sage, der Gerhard Roth. Ne? Gerhard Roth schreibt, warum ist das Vermitteln von Wissen oft so erfolglos? Dann schreibt er, weil das eigentlich eine ganz naive Vorstellung ist. So. Er sagt es nicht, aber er meint es nach dem Modell der Welt der Steine. Und als Hirnforscher sagt er dann, Bedeutungen können gar nicht vom Lehren auf den Lernen direkt übertragen werden, sondern müssen vom Gehirn des Lernens selbst konstruiert werden. Deshalb müssen wir nach Wilke Kontexte schaffen, in denen das die Lerner selbst machen können. Und so, wenn sich jetzt so ein Muster bei Ihnen meldet, meine Lerner können das nicht, dann unbedingt behandeln lassen. Oder wie die Chaser mal gesagt hat, wenn Sie eine Interpretation haben, gibt es nur einen Weg, setzen Sie sich auf einen Stuhl, ein Aspirin nehmen und warten, bis sie vorbei ist. Und dann wirklich auch hier in dieser Region mal sagen, okay, wir gestalten Räume, wo Aneignung gelingen kann. Und wenn wir in uns den Drang verspüren, hinzuzuspringen und es dem zu erklären, dann nehmen wir ein Aspirin. Wir versuchen aber auch durchaus, uns um eine neue Rolle als Professionals zu bemühen. Das würde ich auch noch empfehlen. Nicht auf die Nahtstelle schauen, sondern auf die Stelle, wie können wir hier wegweisend für Österreich eine Kompetenzregion schaffen. Eine Kompetenzregion ist eine Region, in der nachweisbar Kompetenzen entstehen. Und wenn Sie glauben, ach, was sollen wir hier als kleine Gruppe nur machen, dann schauen Sie mal bei YouTube sich diesen Film an über die Schulreform in Ontario. Das ist ja Ihrer, oder? Nein, um Gottes Willen. Ja? Ja? Die Schulreform können Sie eingeben, Schulreform Ontario. Drei Lehrer tun sich zusammen, einem low-ranked Schuldistrikt, und machen so eine Bewegung, das nennt man auch Vernetzung, die Schule als vernetztes System oder im vernetzten System. Da ist auch dieser Herr Huber da immer sehr aktiv in diese Frage. Gibt es gute Studienmaterialien, die er für die TU Kaiserslautern geschrieben hat. Und dann hat dieser Schulbezirk es geschafft, zu einem der top-gerankten Bezirke heute in Kanada zu werden. Also wir können es tun, Veränderung ist möglich. Kommt so ein bisschen Obama-Philosophie rein, ja? Was Obama vor seiner Präsidentschaft gemacht hat, muss man mal studieren. Natürlich, Veränderung gelingt nur von unten nach oben, von der Initiative. Hier, von den 98%, die schon drin sind, die können es verändern. Gut. Sie haben in Ihren E-Book-Trainern gehabt den Satz, lässt das nicht nur eine Frage der Haltung, also Kompetenzorientierung als Grundlage, nicht nur eine Frage der Haltung. Ja. Das würde mich besonders interessieren. Möglicherweise haben Sie es gesagt und ich habe es nicht verstanden. Also, alles, was ich gesagt habe, war jetzt nicht nur Haltung. Es kommt jetzt darauf an, wie man Haltung definiert, sondern es war, wenn Sie das Bild mit den Brillen sich anschauen, es ist Selbstreflexion. Es ist das Verstehen von, wie meine Gewissheit in mir entsteht und dass ich das loslassen muss, um überhaupt die Zukunft in Erscheinung treten zu lassen. So drücken sich diese MITler aus, die sagen, leading from the future as it emerges. Von der Zukunft her führen, wie sie in Erscheinung treten möchte. Das klingt ein bisschen eh so, ja? Aber das ist das einzige Richtige. Wie muss ich den Schüler führen, damit seine Zukunft, seine Potenziale, was er aus sich heraus entwickeln kann, in Erscheinung treten kann? Das Erste ist, dass ich mit meinen Interpretationen ganz behutsam umgehe. Ich sage manchmal meinen Studenten, ihr müsst wie die Chirurgen, wenn die in den OP gehen, müssen die sich da säubern und steril machen. So müsst ihr das auch machen. Ihr dürft da nicht einfach in den Unterricht stolpern und euch mit euren Beobachtungs- und Interpretationsmechanismen da durch den Dschungel schlagen. Nein, ihr müsst bei jedem Schritt, ihr müsst euch so fortbewegen, dass ihr immer wieder einen Schritt zurückgeht. Für die Fachleute, das ist die echte nachher Springprozession. Wenn sie mal nach Luxemburg kommen, da gibt es einen Karnevalsumzug. Die gehen dann immer einen Schritt zurück. Das ist der Schritt der Reflexion. Da kann man auch sich als Kollegen kann man mal so zurückhalten und sagen, komm, wir gehen mal einen Schritt zurück. Und dann grünkartig. Das ist für mich mehr als Haltung. Haltung ist Methode. Ja, es sind Tools. Geht es in Richtung Methode, Tools, ja. Sagen, mehr ja. Als Haltung? Ja, ja. Es sind, und ich, meine Lebenserfahrung ist die, man kann, Haltung wird nie präzise oder selten präzise. Da gibt es schlaue Bücher, da wird das beschrieben. Es gibt dann Haltungs- und Einstellungstests, verändert sich nichts. Aber wenn Sie mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Führungskräften
einfach mit Tools arbeiten, Selbstreflexionstools, wo die sich selber auf die Schliche kommen, auch in einer wertschätzenden Atmosphäre, dann kann Haltung sich verändern. So meine ich das. Ja. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, zur Haltung. Ja. Trotzdem finde ich den Hinweis wichtig, weil Haltung ist noch dann viel mehr, wenn man es dann wieder theoretisch sieht. Es ist diese innere Flexibilität, die Fähigkeit zur Selbstkritik, aber es hat auch noch die Dimension gebunden sein an einen normativen Kontext. Und dieser normative Kontext ist natürlich in unseren Breitengraden einer, der was mit Humanität und Humanismus und so zu tun hat. Und deshalb dürfen wir als Konstruktivisten dürfen wir uns auch, wie hieß das in diesem Buch, wir dürfen andere zivilisiert verachten. Die zivilisierte Verachtung, ein Buch eines israelischen Soziologen. Wir müssen nicht, wir bewegen uns auf den anderen zu, versuchen unsere Deutungsmuster in den Griff zu bekommen. Aber wenn der es für nötig hält, Köpfe abzuschneiden, dann müssen wir Stellung beziehen und notfalls mit Waffengewalt. Das ist die zivilisierte Verachtung. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, steht ja schon in manchen Verfassungen. Gut, und das ist natürlich der angreifbare Punkt, rein theoretisch gesprochen, von den freiheitlichen Verfassungen. Die Freiheit von religiöser Bekenntnis, Freiheit der Persönlichkeit, die räumt auch den Menschen natürlich Freiheit ein, zu Recht, die dann das benutzen in einem nicht freiheitlichen Sinne. Ganz großes Problem der augenblicklichen Debatte. Gehört aber auch nicht so richtig hierher. Also Haltung schon. Ja. Gut, weitere Fragen? Bitte schön. Ja, mir da wirklich lausche solchen Vorträgen immer voll gern. Aber uns ja nicht im Selbstlernen. Ne? Das wäre ja wieder bei YouTube. Nein, in diese Falle gehe ich nicht. Ich habe nicht. Nein. Was? Ich erwarte überhaupt nicht, dass Sie hier was lernen. Um es gleich zu sagen, Sie lernen hier nichts. Wenn Sie Kompetenzen entwickeln wollten, müssten wir das anders organisieren im Setting. Ich mache so eine Mischung zwischen wissenschaftlichem Vortrag und Kabarett. So, alles. Aber was war jetzt Ihre Frage? Aber meine Frage war eine ganz andere. Wir stehen jetzt in der Praxis. Ich habe nächste Woche den Elternabend. Ich werde nächste Woche von Eltern gefragt, dritte Klasse, noch Mittelschule, die ersten Gedanken Richtung weiterführende Schulen kommen und dann kann ich Brücken aufzeichnen, kann zitieren, kann was bringen. Die erste Frage wird sein, wie bereitet ihr unsere Schüler auf diesen Übergang, auf diese Nahtstelle vor? Und dann muss ich leider sagen, dass die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass wir wirklich schon versucht haben, wir sind schon sehr lange in der Mittelschule und arbeiten sehr lange mit anderen Arbeitsformen, Lernformen, Selbstkompetenzen entwickeln etc., dass nach den neuen Mittelschulen dann die beinharte Realität kommt mit den weiteren Schulen, machen im ersten Jahr Wissensabfragen. Also die Wertschätzung gegenüber der Kompetenzentwicklung ist dann in dem Maße nicht da und damit aber die Verunsicherung bei den Eltern dann, dass sie sagen, wie bereitet es ihr vor? Eine Frage der Professionalität. Und da, ich stehe da wirklich. Das ist eine Frage der Professionalität. Wirklich, so deutlich muss man das sagen. Kein Arzt, der Medizin studiert hat und in Buenos Aires arbeitet, wo im Land mehrheitlich die Menschen auch noch an Schamanismus und sowas glauben, würde, wenn er in ein Dorf versetzt wird, dann sagen, okay, jetzt mache ich einen Schamanismus. Das heißt, wir haben wirklich keine andere Möglichkeit als professionelle Lehrkräfte, uns an dem wenigen zu orientieren, von dem wir mit einigen gesicherten Methoden wissen, dass es Sache ist. Was ist Lernen? Lernen ist eine Aneignungsbewegung, keine Input-Sache, wenn es dauerhaft und nachhaltig sein soll. Ich kann natürlich Menschen in Angst und Schrecken versetzen, dann lernen die, das kennen sie doch alles, aus eigener Praxis und dann gehen sie, ich kann mich noch erinnern, ich bin bei meiner Diplomprüfung vorsichtig in das Prüfungszimmer gegangen, damit nichts rausfällt. Und dann habe ich Sachen gewusst, unglaublich. Und dann, ich habe auch Griechisch Abitur. Ha. Wir machen nichts, was die breite Öffentlichkeit von uns erwartet, sondern wir machen das, was professionell nötig ist.
Und wenn noch nicht die anderen Schulen augenscheinlich mitzuziehen scheinen, das glaube ich übrigens nicht ganz, es gibt an allen Schulen gibt es solche Bewegungen, dann ist das für uns noch lange kein Grund, das Vernünftige, das Richtige nicht zu machen. Ich habe irgendwo noch in dem weiteren Verlauf diesen Satz von Theodor W. Adorno. Es gibt kein Richtiges im Falschen. Finde ich einen starken Satz. Ja? Gibt kein Richtiges im Falschen. Wenn wir erkannt haben, dass dieses Bulimie-Lernen und dieses Frontalunterrichtliche, dieses Input-orientierte, obwohl wir es seit Jahrhunderten machen, im Sinne der Pädagogik der Steine, des Steinetretens, dass das keinerlei Legitimation von der Lern- und Hirnforschung erfährt. Null. Die sagen hier, knallhart, geht nicht. Dann sollen wir es sein lassen. Das heißt ja nicht, dass wir da nichts tun, sondern dann setzen wir auf Konzepte, die kann man sich überall anschauen, auch in Österreich übrigens, die breitere Aneignungsmöglichkeiten für die Jugendlichen offerieren, die das Curriculum ergänzen um andere Sachen, die die Lehrerrolle stark reduzieren, die der Lehrer als Lernbegleiter, das sind ja alles so nicht nur Phrasen, da gibt es ja auch Programme, die das professionalisieren. Und wir haben ja die Wifis hier österreichweit begleitet. Die haben ein eigenes Lernmodell entwickelt, LENA heißt das, lebendig und nachhaltig. Da waren auch Reaktionen, dass Teilnehmer die Wifis verklagt haben, weil die nicht genügend lehren. Und dann haben die Wifis geantwortet, okay, so ungefähr, es ist ja, wir machen das jetzt professionell. Weil ihr bestellt bei uns zwar irgendwelche Weiterbildungen, aber wir liefern euch Kompetenzentwicklung. Wir machen überhaupt nur noch das, was den Patienten gesund macht. Das ist der professionelle Schub in der Medizin. Und nicht, was er glaubt, weil der Priester und der Schamane ihm das gesagt haben. Wir können uns leider an Schülerzahlen im nächsten das dann zurück. Na, jetzt würde an dieser Stelle würde die persönliche Begleitung von Ihnen einsetzen, weil ich würde sagen, jetzt bitte nur in grünkartige Bemerkungen gehen. Weil die rotkartigen Bemerkungen, in denen ist keine Veränderungsenergie. Ja? Nur grünkartig. Wir sind jetzt nicht blauäugig. Sie haben ja viele gute Argumente. Ich habe ja hier die Hirnforscher aufgefahren, ja? Die nachher heute Mittag ja nochmal kommen. Ja? So. Und was anderes gibt es im Augenblick nicht. Es gibt eine Krise der Input-Didaktiken. Ich habe ja noch einen mitgebracht, zu dem bin ich gar nicht gekommen, den zeige ich Ihnen noch. Wo ist denn der? Den ich manchmal gern hier zitiere, obwohl man ihn gar nicht mehr wirklich zitieren darf. Der hier, da war er. Ja. Ja. Karl May. Kennen Sie den Witz mit Karl May und Karl Marx? Ne? Wo einer sagt, du, ich lese gerade ein Buch von Karl May, das Kapital. Sagt der, hör mal, das ist nicht von Karl May, das ist von Karl Marx. Ach, da, deshalb kommen da keine Indianer drin vor. Ja. Der Karl Marx soll gesagt haben, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, sorry guys, it was just an idea. Und was für eine folgenreiche Idee. Ist ja nicht zu fassen. Also ich könnte Ihnen jetzt aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe 1972 an der Freien Universität Berlin angefangen zu studieren. Wir haben 3 Semester politische Ökonomiekurse gemacht. Bescheuert. Ne? Frau Merkel hat unlängst ein Interview gegeben in der Welt, hat sie auch erzählt, dass sie also Marxismus, Leninismus rauf und runter studieren musste. Wir mussten das an der FU, jetzt nicht in der Schärfe, aber 3 Semester Politökonomie. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dann bin ich da als Student mal im Park rumgegangen und habe da versucht, das Kapital 1 zu verstehen. Und da lagen die Pärchen da im schönen Sonnenschein auf den Wiesen, haben sich geregelt. Ich habe sie innerlich verachtet, weil sie sich der puren Lebensfreude hingeben, während ich mich um den Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit bemühe. Ja, so folgenreiche Schnapsideen. Und da können Sie, kommen Sie nicht ans Ende. Sie können also hier, ich träume davon, so ein Kippbild zu machen. Also erstmal Karl Marx. Ja. Dann Kippbild, da haben Sie da, weiß nicht, ob der hier so bekannt ist, Wolfgang Klafki. Ja. Wolfgang Klafki, bildungstheoretische Didaktik, das ist die einflussreichste Didaktik in Deutschland, wird in den Lehrerbildungen heute noch trainiert, didaktische Analyse. Der hat auch seine Verdienste, der Herr Klafki, aber der hat eine Schnapsidee. Das heißt, er sagt, wenn ein Lernprozess stattfindet, gibt es mehrere Elemente, da würde ich ihm folgen, Ziele, Inhalte, Methoden, Medien. Das sind die steuerbaren Elemente. Der Lehrer kann sagen, das sind die Ziele, das sind die Methoden, das sind die Medien, das ist der Inhalt. Das liegt irgendwo in der Hand des Lehrers.
Und dann sagt Klafki, das halte ich für falsch. Und der Inhalt hat ein Primat. Er verrät nicht, wie er darauf kommt, aber ich weiß es. Der war bei Erich Weniger, Assistent, der hat es auch schon behauptet. Heute sagen wir eher, nee, es gibt unterschiedliche Lernsituationen. Es gibt vor allen Dingen, und das wird immer bedeutsamer, weil die Inhalte ja veralten, es gibt Lernsituationen, da ist es eigentlich irgendwo egal, um was es geht. Hauptsache ist, dabei stärken sich Ich-Kräfte. Ja? Das konnten Sie in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren schon bei der Wacker Chemie in München beobachten. Da hat Michael Brater und andere haben mit den Metallarbeitslehrlingen haben Aquarelle gemalt. Warum? Weil zu dritt ein Aquarellmalen pflegt Fähigkeiten der Kooperation, des Aufeinanderspürens, die für die wichtig sind. Statt sie 3 Monate feilen zu lassen. Eisen erzieht. Eine unselige Tradition, auf die ich gar nicht näher eingehen möchte. So. Also Kippbild, Klafki weg. It was just an idea. Das spricht eigentlich eine Schlüsselqualifikationsdebatte. In dem, was ich am Anfang hier gesagt habe, spricht da viel dagegen. Und so können Sie mal weiter schnipsen. Also Sie können zum Beispiel Wilhelm von Humboldt. Allgemeinbildung und Berufsbildung sind 2 verschiedene Arten von Bildung. Unterschied, ja? Nahtstelle. Allgemeinbildung, Berufsbildung. Wird beides vermischt, wird Bildung unrein. Originalzitat Humboldt. Denn der Mensch muss zuerst zu Menschen gebildet werden, bevor er für äußere Zwecke gebildet wird. Im Klartext heißt das, die Gymnasien, die nichts mit beruflicher Wirklichkeit zu tun haben, wo man von einem Gymnasium gehen kann und noch nie einen Industriebetrieb von innen gesehen haben kann, wahrscheinlich in Österreich ganz anders, ne? Das ist Bildung. Und das andere, wo Menschen schon kurz nach der Pubertät in berufliche Verantwortungszusammenhänge kommen und Elektrotechnik und solches Zeug lernen, Steuerungstechnik, das nicht. Gibt es dazu empirische Untersuchungen? Nee, das wissen wir auch so. Ja. Ist nichts dran. Null. Den Hintergrund kann ich Ihnen gerne erklären. Das hat was mit gesellschaftlicher Ungleichheit zu tun. Dass das Bürgertum sich eine bestimmte Schule ausgedacht hat, wo sie seine Kinder hinschickt. Die eigenen Kinder. Und nicht dort, wo die Blaukittelkinder sind. Und haben wir das schon überwunden? Haben wir diese Nahtstelle schon überwunden? Nein. Wir sind dabei. Ja. Das ist auch schön so und das ist auch gut so. Ja? Öffnung der Hochschulen, Recognition of Prior Learning. Der Dieter Lenzen, ein Kollege von mir, der jetzt Rektor der Universität in Hamburg ist, der hat es so ausgedrückt, wir müssen einfach nüchtern auf die Kompetenz blicken. That's it. Nüchtern auf die Kompetenz. Wenn einer kommt zu uns, dann fragen wir, jetzt gebe ich Ihnen noch ein Originalzitat aus dem europäischen Qualifikationsrahmen, dann fragen wir nicht mehr nach der Dauer und der Art der Einrichtung, in der er gewesen ist. Und auch nicht wie lange. Sondern wir schauen, was er in der Lage ist zu tun. Und jetzt sind Sie natürlich dann an der Frage dran, so, und wie müssen solche Prüfungen organisiert sein? Das ist eine gute Frage. Die Wifis sind jetzt seit 7, 8 Jahren, haben wir dieses Modell hier in Österreich, breit verstreut. Jetzt sind Sie mit uns dabei, diese Frage zu klären. Wie machen wir kompetenzorientierte Prüfungen? Man kann auch umgekehrt anfangen. Man macht erst die kompetenzorientierte Prüfung, dann wird immer klarer, was eigentlich Kompetenz ist. Aber da sind sowohl in Deutschland der Berufsbildung wie auch in anderen Ländern sind wir gut unterwegs. Wobei auch da interessant ist, wenn man sich umschaut, Deutschland ist da nicht immer vorneweg. Plötzlich sehen Sie, wow, die Schotten sind da unglaublich weit. Oder die Iren, die haben ja Kompetenzprofile. Ja. Ich habe mal mich getraut, in meinem Fachbereich mit Kollegen ein Kompetenzprofil für Sozialwissenschaftler zu entwickeln. Da war einfach die Frage, was müssen Sozialwissenschaftler, wenn sie studiert haben, am Ende können? Mit welchen Situationen sollten sie professionell umzugehen in der Lage sein? Haben wir, ich finde, ziemlich gut gemacht. Das ist in diesem Buch von Erpenbeck im Anhang. Dann habe ich das in die Fakultät gespielt und da haben die mich fast umgebracht. Ja? Musste jetzt nicht so wie der gestern im Fernsehen da, dieser Automobilchef, aber fast. Ja. Da merken Sie das alte Denken, die haben gesagt, ach so ein Quatsch, Kompetenzen, die müssen Politik, internationale Politik 1, 2, 3 studieren, da müssen sie Statistik, Methoden, da wird von den Inhalten her argumentiert. Ja, ich setze jetzt doch genau bei den Inhalten an, weil das ist ohnehin, glaube ich, Konsens herrscht darüber, über diese rasante Veränderung und dass wir uns auch in der Art, wie wir lehren, wie wir unterrichten, darauf einstellen müssen.
aber das entbindet uns ja als Gesellschaft nicht der Verpflichtung zu definieren, welche Inhalte wollen wir vermitteln, und dieser Diskurs ist meines Erachtens überhaupt noch nicht geführt worden. Was wollen wir, dass jeder lernt als Basis, um mit diesen Veränderungen überhaupt umgehen zu können? Aber dann kommen Sie, ich habe es mir gerade aufgelegt, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, da bin ich total bei Ihnen. Wir sind eine Wissensgesellschaft, wir haben eine öffentliche Verantwortung und wir müssen verbindlich definieren und kontrollieren, dass die das können. Punkt. In Deutschland ist es voll in der Diskussion, das Bundesinstitut für Berufsbildung ist da zuständig. Es geht jetzt um die Frage, jetzt springen wir mal in die Hochschulen, wie macht man das? Und da ist es so, da müssen natürlich die Experten, die Hochschullehrer sich zusammensetzen, aber nach Möglichkeit auch mit irgendwem aus der Praxis. Das ist die Frage, welche Praxis. Man muss nämlich aufpassen, wir bewegen uns in dem Moment auch auf dieser Bescheißerlesbrücke. Ja? Praxis, Theorie, das sind alles so blöde Steine, die wackelig sind. Aber okay, wir müssen eine Klärung herbeiführen und wir müssen, in der Pfalz sagt man immer, die Hosen runterlassen und genau den Studenten schon im ersten Semester eine Liste geben und sagen, das sind die 35 Kompetenzen, die du am Ende beherrschst. Und wie du dazu kommst, das wissen wir auch nicht genau, weil du hast ja 98%. Ne, so. Aber wir tun alles, was von unserer Seite aus möglich ist, um das zu unterstützen. Wir haben verstanden, dass wenn wir dir es sagen, auch wenn wir es dir laut in den Kopf schreien, das nicht heißt, dass du es dann beherrschst. Aber wir sind da vielfältig. Wir haben interessante Vorlesungen, wo du viel Fragen stellen kannst. Wir haben Summercamps, wir haben E-Learning-Umgebungen aller möglichen Art. Wir haben Flipped Classroom und alles Mögliche. Und du kannst schauen, wie du das machst. Also wir schlagen ganz stark im Augenblick vor, Kaiserslautern hat da gute Voraussetzungen, dass wir Multimode-Universities machen. Also eine Multimode-University heißt, man überlässt das dem Studierenden, wo er glaubt, sich mit dem auseinandersetzen zu sollen, was ihm in den Besitz der Kompetenz bringt. Aber Voraussetzung ist, dass wir kontinuierlich ihm die Möglichkeit geben, mit ihm sprechen, ihn prüfen, wie weit sein Stand ist. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja? Ich habe schon innerlich mich aufgerüstet und dachte, jetzt kommt eine Frage, das geht nur, indem wir die Inhalte auflisten. Das war aber gar nicht Ihre Frage, das finde ich sehr gut. Nein, wir müssen hier. Ja, so. Ich wollte nur sagen, ein Bild möchte ich nicht ganz positiv zeichnen, weil Sie aus Deutschland berichtet haben, wo es um die Anerkennung von Kompetenzen geht. Ich sitze da, wie gesagt, in einer Arbeitsgruppe mit Frau Hanft. Mit wem? Mit der Frau Hanft. Ja genau, jetzt tun Sie gerade die eine Frau zitieren in Deutschland, die dagegen ist. Überhaupt nicht, ne? Ah. Die wird ja von der Akku aus genau für dieses Projekt angestellt. Ja, das war der große Fehler. Das ist ja nicht das. Sie ist doch Projektleiterin, aber da habe ich schon gemerkt, es gibt unglaublich viel Nachholbedarf und ich möchte auch sagen, auch die österreichischen Universitäten sind extrem konservativ. Ja. Das ist noch ein großes Feld in Entwicklungsbereich. Also was Deutschland sehe ich ein bisschen anders. Also dass jemand Projektleiter ist, heißt nicht, dass es nicht Landesgesetze gibt, die das machen. Das ist für mich der eigentliche Erfolg. Wir haben die Öffnung in vielen Bundesländern, noch nicht in allen. Ja. Bei dem, was Sie über Österreich sagen, da würde ich nur den Tipp geben, ich habe ja so ähnliche Schlachten zu schlagen, wir können nur voranschreiten, indem wir evidenzbasiert argumentieren. Evidenz. Wissen wir eigentlich davon das? Und da ist eine tolle Entwicklung im Gange. Wir haben in immer stärkerem Maße empirische Daten über Studierverhalten, über solche Sachen, also die CHE-Untersuchungen und weiß ich was. Warum ich das bringe, das beschäftigt uns ganz stark sozusagen mit, welche nonformalen oder informellen Kompetenzen können wir anerkennen, damit jemand zugelassen wird. Und sozusagen unisono, alle Bereiche, die wir abgefragt haben, sagen dann, wie prüfen Sie das? Dann sagt, also eine deutsche Vertreterin letztes Mal, der Nähe von Dresden, sagt, ja, ich führe ein Gespräch. Ja. Also ein Gespräch führen kann ja noch nicht ein Ausschlag geben sein. Was prüfen Sie noch? Naja, ob jemand 3 oder 4 Jahre berufstätig war. Also das ist ja wieder ein formales Kriterium, was man vorweist in Form von einem Zertifikat. Also wo kann ich wirklich nonformale oder informell erworbene Kenntnisse dann wirklich auch mit einem Instrument evidenzbasiert prüfen? Das ist ja. Und da könnte ich Ihnen einiges erzählen. Ja, da sind wir mit den Wifis dabei und da gibt es den Weiterbildungsprofilpass in Deutschland. Und wir machen das mit einem Komplexansatz. Also da gibt es ein Motivationsschreiben. Das müssen die selbst entwickeln, plausibel machen. Dann gibt es natürlich auch diese formalen Prüfungen. Aber dann gibt es vor allen Dingen eine Prüfungssituation von einer Stunde, wo sie auch einen Text kriegen und damit was zu tun hat, wo wir ein Stück weit das machen, Hochschullehrer,
versuchen zu ertasten. Das dritte Mal, wie viel jetzt, es ist keine Frage, sondern eher ein Bericht. Vielleicht ist es auch für Sie neu, was nämlich schon da ist in Oberösterreich. Vor 9 Jahren, am Beginn einer großen Unterrichtsentwicklungsprojektes, haben wir einen Keynote-Speaker aus Deutschland da gehabt. Sponsor war das Wifi Oberösterreich und der damalige Chef, der Dr. Messner, hat mir gesagt, das hat ihm so taugt und sie wollen das Wifi-Konzept Österreich erneuern. Und er hat mich im Anschluss daran gebeten, mit diesem Keynote-Speaker sozusagen die Kontakte herzustellen, weil das Wifi auch ihn sozusagen gefragt hat, eingeladen hat, das Konzept zu entwickeln. Ich habe das schon länger gewusst, dass es dann der Herr Dr. Arnold geworden ist. Ja. Aber diese Zusammenhänge, ja, also in der oberösterreichischen Landschaft gibt es seit 8, 9 Jahren scheinbar Entwicklungen, Unterrichtsentwicklungen, dass aus dem außer sozusagen die richtigen Experten gefunden wurden für das Wifi Österreich, um ihre, würde ich mal sagen, Seminarmathetik, ihre lehrseitige Seminardidaktik weiterzuentwickeln. Ja. Und es gibt ja, ich habe der Kollegin das gestern Abend erzählt, jetzt zum Thema Veränderungsforschung oder Veränderung, gelingende Veränderung. Es gibt auf YouTube einen Film, da können Sie mal eingeben, Wifi Lena, so heißt das Modell, Lena. Und dann kommen Sie auf einen Videoclip, wo Dozenten aus dem Wifi dieses Konzept als ihres darstellen. Ich komme da nur am Rande vor. Und das ist gelingende Veränderung, dass die sagen, es ist unseres. Und nicht, es ist vom Professor Arnold oder so. Das finde ich, da bin ich sehr stolz drauf. Genau deshalb, weil ich da nicht vorkomme. Das ist Veränderung. Ja? Und die haben das nicht irgendwie übernommen, nur weil es vom Professor kommt, sondern weil da ganz viel, also ich bringe ja auch hier evidenzbasierte Hinweise. Ja? Wenn uns die Hirnforschung sagt, vermitteln geht nicht, das sagen übrigens alle, dann können wir uns nur eine Weile von drüber hinweg täuschen. Oder wir laden die mal ein und diskutieren mit denen, was dann stattdessen geht. Und die Hinweise gehen alle so in diese Richtung, dass wir diese aus dem Mittelalter, letztlich aus den Klosterschulen des Mittelalters, herübergeragenden Elemente von einem didaktischen Setting zumindest mal überwinden. Das ist zum einen dieses ständige Reden, die Verkündigung, die Vermittlung. Da müssen wir sagen, es gibt Bücher mittlerweile. Dann ist es die Tatsache, dass man in kirchenähnlichen Gebäuden sich versammelt, muss auch nicht sein. Ja? Man kann sogar zu Hause bleiben. Man kann sich auch vernetzen. Ja? All diese Dinge mal in Frage stellen, das würde ich Ihnen auch auf die Agenda versuchen mal zu geben. Schaut doch mal, wie das ist, wenn eure Kids lernen, hier in der Region, auch wenn die Eltern die Hände über den Kopf zusammenschlagen, stärker selbstorganisiert zu arbeiten. Ich übertreibe es mal ein bisschen. Vielleicht gar nicht mehr, die immer jeden Tag in die Schule zwingen. Ich berichte Ihnen einen Fall aus Wettikon in der Schweiz. Wetzikon, Vorort von Zürich, Wetzikon. Sie kennen das, was jetzt kommt? Okay. Ich bin mir nicht sicher. Also Goldküste. Links die Seeufer am Zürichsee ist die Goldküste. Da haben die Stadtväter irgendwie kein Geld mehr gehabt, um den Unterricht für alle, weiß ich, 2. Klassen der Sekundarstufe in Mathematik weiter zu finanzieren. Da haben sie zu denen gesagt, wisst ihr was? Tut uns leid, es gibt nur ein halbes Jahr Unterricht, aber Prüfungen sind am Jahresende. Aber keine Sorge, wir sagen euch das, sind die Schulbücher, bis zu dieser Lektion müsst ihr kommen. Und dann haben die Prüfung gehabt, dann haben sie mal hingeguckt und haben gesagt, jetzt vergleichen wir mal, wie war denn der Erfolg von denen, die Unterricht hatten, im Vergleich zu denen, die keinen Unterricht hatten. Das hat Jürgen Oelkers, ein namhafter Kollege, begleitforscht und haben sie festgestellt, also sind alle beide gleich gut. Aber wenn wir jetzt anschauen, was Selbstorganisationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und sowas und selbstkritisches Vermögen anbelangt, sind die keinen Unterricht hatten, fortgeschritten als die Unterricht hatten. Solche Elemente mal mit aufgreifen und sagen, wir gestalten und wir bereiten gleichzeitig aufs lebenslange Lernen vor. Weil da die Leute auch, die mit der Illusion zu stärken, Lernen ist, wenn du in eine Art Kirche kommst, ist ja auch nicht gerade das, was stimmt. Lernen ist selbst gesteuert. Punkt. Der Mensch ist das lernende Tier, der hat immer schon gelernt und wir müssen das wieder wie frei schaben. Und wenn wir die Einstellung haben, unsere Studierenden können das nicht, unsere Schüler können das nicht, dann müssen wir ein Aspirin nehmen. Oder wir müssen zumindest uns fragen, wieso wir diese Vorstellung haben.
Warum haben wir die noch? Wenn man natürlich noch einmal die Brille schärft und auch auf Sozialisationsaspekte zum Beispiel schaut. Ja. Ja, wir sind ja selber groß geworden innen. Ja? Und ich bin manchmal rückblickend dann doch wiederum dankbar für Latein und Griechisch, weil wir uns grenzenlos gelangweilt haben. Grenzenlos. Also ich habe da, es gab auch dann, mussten wir gar nicht mehr, wir waren nicht mehr verpflichtet, in die Schule zu gehen, da bin ich gar nicht mehr hingegangen. Vielleicht haben Sie genau in dieser, genau, in dieser Situation Resilienzfähigkeit gelernt. Richtig. Also wie man damit umgeht, das ist wirklich, da geht es um eine Lernkulturgestaltung, Lernkulturgestaltung, zu der ich sehr munter, ne? Die mehrere Elemente hat, die starke Argumente hat, da müssen Sie nicht unbedingt, Sie müssen ja auch den Eltern gar nicht antworten in der Form, sondern Sie können ja sagen, okay, das ist unser Schulentwicklungsprogramm und Sie, wenn Sie mal ein bisschen Aspirin nehmen, stellen Sie plötzlich fest, das weiß ich aus vielen Bereichen, es gibt nicht nur diese Eltern, es gibt auch andere Eltern. Das weiß ich ganz, zum Beispiel Eltern, die in modernen Industrieunternehmen sind, wo der Vater tagtäglich merkt, was Kompetenzentwicklung ist. Die denken anders über Schule. Es gibt nicht nur die Eltern, die wir immer befürchten, dass es sie gäbe.